Hallöchen, so, nun bin ich da. Ihr seht schon, das Netzteil ist ein bisschen nackiger. Ich muss den Kabel rauslöten. Und ich habe das Gehäuse soweit fertig. Jetzt will ich den Lötkolben aufbauen. Da könnt ihr das nochmal sehen. Ich habe mit Schrift gemacht. Ein bisschen zu schnell die erste Schicht. Das hat nicht ganz geklappt mit der Schrift. Was ist das Licht? Das hier am Licht, am Display? Ich weiß es nicht. So sieht das Ding von innen aus. Von der Seite. Von der Seite hat 3 Stunden gedauert zu drucken, circa 1,5 Stunden das Ding zu konstruieren. Hat ein bisschen Fäden gezogen, weil ich mit dem Rückzug da irgendwie nicht so richtig eingestellt hatte. Aber es macht nichts. So, wenn ich das Ding da jetzt drauf packe, geht ein bisschen, Stecker ein bisschen schwerer. Dann sieht das so aus. Passt wunderbar. Schalter kann ja so bleiben. Der, glaube ich, fällt auch nicht raus. Glaube ich nicht. Ne, der ist fest. Von der anderen Seite so. Da kam ja das Kabel raus. Habe ich gleich zugemacht. Und dann von oben und so ringsrum. So. Ja, ist ziemlich dünnwandig. Muss ja nicht großartig schön aussehen. Soll seinen Zweck erfüllen. Ich habe das relativ schnell gedruckt. 2 Wandlinien, innere Wand 60 mm, äußere Wand 45 mm, Bewegungsgeschwindigkeit habe ich auf 200 mm gesetzt. Die Schichten hat er mit 45 mm die Sekunde gedruckt, also 3 Stunden. Also ich muss da nicht stundenlang schön dran rumdrucken. Nachher passt das dann doch nicht und ich habe dann, weiß ich nicht, 6, 8 Stunden für umsonst gedruckt. Aber so wäre das Gehäuse von innen halt nochmal, die Dinger, dass die hier nachher, dass das nicht hin und her fliegen kann. Aber irgendwie scheint doch noch, irgendwie ist das doch schief. Keine Ahnung. So, muss ich das nur noch zusammen löten, die ganze Schirmung da wieder drumrum. Ich habe schon überlegt, nehme ich jetzt das Originalkabel oder nehme ich nicht. Ich habe hier das Original. Das müsste aber ausreichen. Oder? Ich weiß nicht, ob da 2,5 Ampere oder was das waren, darüber gehen. Ein bisschen dünn, würde ich sagen. Doch lieber hier direkt hinten drauf löten. Naja, ich denke mal, die Kabel werden reichen. Der nimmt ja auch nur im ersten Moment so viel und dann nimmt er ja wenig. Also es müsste ausreichen. Also, geht ja beim 3D-Drucker genauso. Da sind die Kabel auch nicht viel dicker für die Heizpatronen, die jetzt auch 50 Watt oder 40 Watt. Nur ist es ein bisschen blöd. Ich muss jetzt mal gleich mal gucken, wie ich diesen Stecker hier anlöten muss, damit das nachher auch passt. Ich habe hier jetzt den so. Eventuell müsste ich sogar noch ein Loch bohren für das Trimpoti, weil das habe ich jetzt gar nicht bedacht. Für das Trimpoti habe ich jetzt gar nicht bedacht. Seht ihr? Weil da kommt noch eine LED hin. Mal gucken. Kann man gleich noch mal schnell gucken. Trimpoti ist so. Also circa 7 mm. Also da noch mal ein Loch basteln. Das kriegen wir hin.
Gut, ich mache das mal schnell fertig und dann sehen wir uns wieder. So, nun habe ich das erstmal so weit zusammengeschraubt. Ist noch nichts gelötet. Ich habe in die Anleitung geguckt. Der soll so da rein, so dass diese Nase da oben steht. Ich hoffe, das passt so. Ich habe die Anleitung, Kabelfarben und so weiter habe ich auch. Das werde ich ja dann beim Verkabeln sehen. Ich werde das jetzt mal hier anlöten. Hier ist noch eine LED. Die kann ich noch rausdrücken. Die habe ich auch noch nicht gelötet. Ich werde sie aber so machen, dass sie dann so, ja, so fast bündig ist. Und dann ist gut. Die Beinchen habe ich noch dran gelassen. Und dann werde ich das direkt hier am Netzteil anlöten, das Netzteil wieder zumachen. Also diese Metalldinger, Abschirmung und hast du nicht gesehen. Das zeige ich jetzt nicht, das dauert zu lange. Ich zeige dann immer nur, wenn ich soweit fertig bin. Löten selber müsst ihr ja nicht sehen, das ist ja uninteressant. Aber dann habt ihr schon mal eine Vorstellung, wie das aussieht. Ich kann auch noch mal schnell euch einmal kurz zeigen, wie das aussehen würde. Ich habe ja gesagt, das ist weiß, oder so weiß-bläulich. Wo habe ich den anderen? Den dahin. Mal Strom an. Ich wollte gerade sagen, da. Da steht jetzt so 500 drauf. Und dann mal gucken, ob das Licht ein bisschen. Das ist so weiß-bläulich. Und hier kann ich auch die Temperatur einstellen, bis 450. Von 2 bis 450. Ich kann jetzt aber leider nichts einstellen, weil er so Error sagt. Aber so wird es aussehen. So in dem Dreh. Auf der Kamera kommt das sehr hell rüber. Das ist jetzt hier eigentlich nicht sehr hell. Ist aber schon okay so. Gut. Ich werde das dann so weit fertig löten und dann sehen wir uns nachher wieder. So, nun habe ich das hier angelötet. Also die LED und den Stecker und das ans Netzteil. Den habe ich jetzt nach oben gemacht, so wie es auf der Anleitung steht. Werden wir schon irgendwie hinkriegen, dass wir das zum Laufen kriegen. So, und jetzt werde ich hier die Abschirmung drum machen und dann kann ich das eigentlich schon soweit zumachen. Ich werde das noch nicht zukleben, ich werde das noch offen lassen, also so, dass ich es aufmachen kann. Und dann wollen wir mal schauen, ob das hinhaut. Muss ja noch den Handgriff machen und die Kabel und das alles. Das werden wir dann gleich nachher sehen. So, nun habe ich den Stecker hier gelötet. Warte mal. So. Den habe ich jetzt hier gelötet. Ich habe da so einen Plan. Irgendwo war ich ja auch so ein. Ach da. So ein. Sehr schnell. Ich weiß nicht, ob das ein Schrumpfschlauch ist oder was. Keine Ahnung. Jedenfalls denke ich mal, der soll da so drüber, damit er keinen Kontakt hat zum Metall. Dann kommt der da so rein. Und ich hoffe, das klappt auch, ohne dass ich da irgendwas kaputt mache. Da wird hier so reingeschraubt. Ja, die Klemme hier hinten. Ist auch noch genug Kabel da. Ich hoffe, das klappt so. Schraube ich jetzt erstmal wieder fest. Und dann kommt die andere Seite dran. Also das sieht jetzt insgesamt jetzt so aus, das ist ja hier zusammen. Und dann kommt der Stecker da rein, wird festgeschraubt und fertig. Habe ich das Ding soweit zusammen. So, so rum. Ich weiß jetzt nicht, keine Ahnung.
Kamera steht auf der falschen Seite. Und dann sollte das funktionieren. Werden wir ja dann sehen. Gut, also dann bis gleich. So, nun habe ich das hier auch noch gelötet. Diesen Dings Vibrationsschalter oder was das ist. Und die Kabel da dran und Dings. Ich muss das da nur noch hinein. Ich hoffe, das klappt auch so, wie ich mir das denke. Tatsächlich, das klappt. Scheint fest zu sein. Ach so, das ist der Vibrationsschalter. Jetzt wollen wir noch den Rest. Das sollte jetzt nicht passieren. Ich hatte den schon mal zusammengeschraubt. Ich weiß schon, dass ich diese Gummilippe umdrehen kann. Und hatte arge Probleme, das wieder aufzukriegen. Ich nehme mal die hier. Na, geht, aber die werde ich jetzt noch nicht benutzen. Ich werde eine andere benutzen zum Testen. Die Hülse brauche ich noch. Und zwar den ich benutzen wollte. Die nicht. Die. Da gibt es auch bei Thingiverse so Halter oder irgendwie sowas, wo man die dann reinstecken kann. Ich werde die benutzen. Stecken wir die da rein. Ja, weiter geht's nicht. Ich hoffe, das reicht auch. Also das dazu schrauben und dann ist er fertig. Ja, von der Länge her ist er okay, vom Gefühl her auch. Kabellänge ist 1,50 Meter, ist okay. Und nee, du nicht. Ich brauchte dich nur mal was gucken. Jetzt brauche ich einmal ein Stromkabel. Wo habe ich das gelassen? Ich melde mich gleich, wenn ich das Stromkabel habe. Hier, das hier. Dann werden wir das mal kurz testen, ob das hinhaut. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Mal ein bisschen zusammenhalten. Off. Ups. Und das rein. Ich schalte ihn jetzt mal ein. Und soll jetzt auf 500 springen. So. Das soll normal sein. So, na, soll der hier. Ich habe es jetzt ausgeschalten. Achso. Das ist aus. Dauert eine Weile. So rum. Dann soll das Ding anfangen zu heizen. Tut es aber nicht. Tut er nicht.
ist denn das? Jetzt kriege ich den gerade so wieder auf. Geht sehr schwer wieder auseinander zu schrauben. Eigentlich ist das von der Bezeichnung her richtig. Schwarz, weiß, grün, blau, rot. Jetzt tut er. Soll jetzt sehr heiß sein. Ich weiß es nicht. Mach mal auf 290 Grad. Also ich merke, dass der da was. Jo, das funktioniert. Also, er heizt aber, ich weiß jetzt nicht, was er mir da alles anzeigen möchte. Es ist nur noch die Frage. Warum tut das nicht, wenn der hier in dem Handgriff steckt? So, ich habe ihn jetzt mal in den Handgriff gesteckt. So, gucken. Er heizt. Geht relativ schnell. 294. So. Achso, so rum geht das ja gar nicht. Ja, schraub den jetzt gerade mal wieder zusammen, steck die rein. Das Ding wird da heiß. Kann ich reingucken? Kriegt keinen Kontakt, wenn ich den zusammengeschraubt habe. Kriegt die Lötspitze keinen Kontakt. Machen wir auf 500. So, scheint mir reingepresst zu sein, diese Hülse, dieses Dings. Ich werde mal versuchen, so wie es aussieht, es müsste hinhauen, die ein bisschen reinzuhämmern, dass die vielleicht ein bisschen weiter reingeht. Da braucht ihr jetzt nicht zugucken. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ich habe erstmal eine Sache gemacht. Und zwar habe ich mit der Feile hier oben den Rand ein ganz kleines bisschen angefeilt. Alternativ geht auch ein größerer Bohrer, um da ein bisschen anzufasen.
weil die Stifte hier, die haben hier so, ja, so eine Art, sind nicht ganz gerade, die sind so ein bisschen aufgewülzt oder wie so eine Wulst dran, ne? Dass er ein bisschen weiter reingeht. Nun habe ich eben aber noch was beobachtet. Ach, jetzt geht's. Jetzt heizt er. Und zwar, jetzt sagt er wieder 500. Ich habe den jetzt hier nur ein Stück gedreht. Hier dran, ne? Wenn ich den jetzt ein Ticken lose drehe. Dann geht das. Ist doch schon eigenartig. Ich werde das mal hier festschrauben. Also wenn ich das nicht ganz fest zudrehen darf, weiß ich nicht. So, jetzt bin ich bei 200 Grad. Der hat einen Vibrationsschalter. Ich muss jetzt gleich noch mal in die Anleitung gucken. Ich werde den jetzt mal beiseite packen. Der soll nämlich auch irgendwie ein Standby haben. Ich weiß das jetzt nicht. Ich muss mal gucken, wie das mit dem Menü funktionieren soll. Und wenn ich den dann wieder anfasse, ob der dann auch wirklich angeht. Ich mache mich mal kurz in der Anleitung schlau, die ist aber auf ein sehr krubbeliges Englisch. Das ist ein bisschen schwierig dann zu verstehen. Ich melde mich dann gleich mal wieder. Bis gleich. So, ich habe da gibt es ein Menü, da kann man so einiges einstellen. Ich habe das jetzt so eingestellt, dass er nach 3 Minuten in den Ruhemodus geht. Oder sowas. Sleep Time. Ja, und nach 5 Minuten sich ausschaltet. So, er ist jetzt in dieser Schlafphase oder was das ist. Da geht er auf 200 Grad runter. Ich habe auf 280, glaube ich, eingestellt gehabt. Und nun weiß ich nicht, wenn ich ihn jetzt bewege, ob er dann wieder angeht oder nicht. Das werde ich gleich mal ausprobieren. Es gibt nämlich irgendwie zwei Möglichkeiten. Entweder ich muss hier drehen, damit er wieder aufwacht, oder mit beiden. So, ich nehme den jetzt mal in die Hand und er wacht wieder auf. Ja. Er ist wieder da. Also, wir haben jetzt auf 280, glaube ich, gesetzt gehabt. Ja. So, ob die Temperatur jetzt stimmt oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist Bleizinn, fängt schon bei 270 an. Wollen wir mal gucken. Das werde ich dann aber später mal machen. Es gibt noch hier ein Menü. Ja, Zigarette. Gibt hier noch im Menü ein ein Amplifier Offset Voltage. Amplifier Gain kann ich noch machen. Operational Amplifier Gain. Operational Amplifier Offset. Thermocouple. Temperaturadjustment habe ich jetzt auf 1 Grad gesetzt. Kann man jetzt hier gucken. Ich kann jetzt auf 1 Grad runter. Vorher war das auf 10. Ich glaube, 1 Grad reicht aber. Ich kann auch auf 2 gehen, aber 1 Grad ist schon okay. Shutdown. Temperaturcorrection. Kann ich hier noch irgendwie machen? Wake-up Mode, Temperatur Increase Mode, Temperatur Increase Duration. Irgendwie sowas. Irgendwie hat das Ding lauter Menüs. Und er hat jetzt mit 19 Volt 5, 45 Watt. Wo war das? Wo stand das? Irgendwo hatte ich das doch die Tabelle gehabt. Nee, das ist die Zusammenbauanleitung. Wo war die Tabelle? Komm hier. Da, ja, 19 Volt, 45 Watt.
20 Volt sind schon 50 Watt, 21 Volt 55 Watt, 22 Volt 61, 23 Volt 66 und 24 Volt maximal 72 Watt. Aber 19 Volt reicht, also 45 Watt sollte erstmal ausreichen. Wenn ich mehr brauche, kann ich ja immer noch höher gehen. Da braucht er 3 Ampere. Und wie gesagt, die Temperatur, die messe ich dann später. Ich muss erstmal wieder mein Thermo-Dingens-Gedönse finden. Ich habe das jetzt hier irgendwo hingeräumt. Muss ich erstmal wieder finden, das irgendwie halbwegs gut koppeln und dann mit dem Poti hier drin ein bisschen anpassen. Das ist einfacher als über das Menü. Das ist so ein Krüppel-Englisch, da kriege ich kaum rausgelesen, was die wollen. So, und der sollte sich jetzt eigentlich auch, wir sind schon 4 Minuten um, eigentlich nachher auch gleich wieder runtersetzen, beziehungsweise ich hatte ja noch gedreht, ich weiß nicht, ich lasse mal laufen, er sollte runtergehen, da, jetzt geht er runter in den Sleep-Modus, dann geht er auf 200 Grad runter, das ist gar nicht mal so verkehrt, dann ist er nicht die ganze Zeit so kochend heiß. Ich werde es nachher im Benutzen merken, ob das Probleme macht. Die Zeit kann ich noch hochstellen. Ich werde jetzt das Video auch zu Ende machen. Also wir haben genug darüber. Also er funktioniert. Die anderen Spitzen weiß ich noch nicht. Das werde ich dann später sehen. Und ob er dann auch in diesen Shutdown-Modus geht, dass er sich komplett ausschaltet. Weil ab und zu vergesse ich den dann auch mal auszuschalten. Das habe ich mit meinem anderen ja auch gehabt, mit meinem Welle. Mit dem hier habe ich dann ab und zu mal vergessen auszuschalten. Und darum ist er wahrscheinlich auch irgendwann der Schalter drinne kaputt gegangen. Jetzt muss ich hier mit Taster arbeiten. Der ist jetzt nicht ganz nutzlos. Den lasse ich noch da, wo er ist. Aber ich wollte ja einen vernünftigen haben, geregelt für die SMD-Geschichte. Und er haut so weit hin. Also der Aufbau ist relativ simpel. Ich werde mal noch, wenn ich... Ne, die Verlinkung kann ich gar nicht machen. Wo habe ich das denn jetzt her? Doch, ich glaube, den kann ich noch verlinken. Ich verlinke mal die Zusammenbauanleitung. Ich habe hier noch so ein Dings. Ich hatte. Oder habe ich ihn noch? Da ist er noch. So ein Vibrationsschalter. Ich hatte sie beide vorher durchgepiept. Der hier ja, hat nicht so wirklich gepiept. Der andere war sensibler, sagen wir es mal so. Aber haut hin, ich werde sehen, was die Zeit sagt, ob das Ding wirklich brauchbar ist. Wenn er soweit funktioniert und brauchbar ist und ich damit wieder vernünftig löten kann, wunderbar. Die Spitzen sind auch schön, so wie ich sie wollte. Schöne, feine Spitzen, für SMD gar nicht so verkehrt. Und die ich jetzt drin habe, die Größe nutze ich ja sonst auch für alles andere, was ich sonst immer so gelötet habe. Vielleicht nochmal eine größere oder sowas und dann ist gut. Das Schöne ist, die Spitzen kriege ich bei Amazon, kriege ich eigentlich fast überall her, kann ich auch in China kaufen. Ich glaube, eine Spitze kostet 3 Euro oder was, keine Ahnung. Also für das ganze Ding zusammen habe ich jetzt bezahlt für die 3 Spitzen extra und das Kit nicht ganz 20 Euro. Also was will ich mehr? Netzteil habe ich da gehabt, da habe ich jetzt ja hier das Gehäuse für gedruckt. Es funktioniert soweit. Achso, ich muss da noch eine Abschirmung reinmachen. Falls dann doch mal irgendwann passiert, dass er dann das Netzteil doch lose ist oder irgendwie da Kontakt kriegt, mache ich dann ein Stück Pappe zwischen, müsste reichen und dann ist gut. Oder ich habe noch irgendwo eine alte, weiß ich nicht, CD-Hülle, da schneide ich ein Stück Plastik raus, packe das da rein und gut ist. Aber soweit funktioniert er. Ich habe wieder einen regelbaren Lötkolben. Hoffe ich doch, dass er länger hält als ich vermute. Und nicht nur bis, ja, übermorgen. Und dann danke fürs Zugucken und
Bis jetzt ist er ja noch nicht in den Modus gegangen. Er ist jetzt bei 8 Minuten. Gut, danke fürs Zugucken. Ich werde jetzt hier noch das Video still hinten laufen lassen, bis er vielleicht in diesen Modus geht. Und dann sehen wir uns bei was auch immer wieder. Wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, aber bestimmt wieder irgendwas, wo ich dann vernünftig löten kann. Gut, dann danke fürs Zugucken und viel Spaß beim Warten. Ich weiß nicht, wie lange es dauert. Tschüssi.